Wer wird mal wieder verdächtigt? Harley Quinn natürlich. Hallo, liebe Bücherwürmer, ich möchte heute mit euch über den Gratis-Comic-Tag sprechen. Wer in letzter Zeit häufiger im Community-Bereich auf meinem Kanal war oder mich häufiger auf Facebook besucht hat oder auf Instagram, hat wahrscheinlich schon gesehen, dass ich auch dieses Jahr den Gratis-Comic-Tag unterstütze. Ich habe einige Videos für den Gratis-Comic-Tag gedreht, die ihr auf dem Kanal vom Gratis-Comic-Tag findet. Und für diese Videos wurde ich mit einer Aufwandsentschädigung honoriert. Weil ich es irgendwie so ein bisschen schade finde und die Videos halt nicht einzeln auf meinem Kanal alle so stellen wollte, weil das irgendwie so kopiert ist, dachte ich mir, ich spreche allgemein heute mal so ein bisschen darüber, was der Gratis-Comic-Tag eigentlich ist und präsentiere euch dann nochmal die Comics, die ich für den Gratis-Comic-Tag vorgestellt habe. Also den Gratis-Comic-Tag gibt es jedes Jahr und der findet dieses Jahr am 11. Mai 2019 statt. Und in einigen Geschäften wird es dann an diesem Tag Gratis-Comics für euch geben. Ja, ihr habt richtig gehört, für diese Comics müsst ihr nichts bezahlen. Ihr geht dann einfach in den Laden rein und dann könnt ihr einfach mal nachfragen. Meistens ist es auch ausgeschildert und Gratis-Comics mitnehmen. Welche Läden und welche Städte mit dabei sind, könnt ihr unter www.gratiscomictag.de erfahren. Das alles Mögliche mit dabei, von Marvel, DC, über Einzelhefte, alte Klassiker. Also da findet wirklich jede Person was. Und vor allem sind auch Manga dabei. Ich habe im Vorfeld eine ganze Liste bekommen mit allen Comics, die beim Gratis-Comic-Tag mit dabei sind. Und dann durfte ich mir davon so ein paar aussuchen und den Leuten eben sagen, ja, das finde ich interessant, das finde ich interessant, das finde ich interessant. Und dazu könnte ich mir vorstellen, ein Video zu machen. Weil es soll natürlich auch was sein, was mich irgendwie so ein bisschen begeistert. Oder zumindest was, worunter ich mir was vorstellen kann. Und mit dabei war zum Beispiel Endzeit von Olivia Viehweg. Nein, nein, bleib genau da, wo du bist. Komm mir nicht zu nah. Bleib da, wo du bist. Der Comic ist bei Carlsen Comics erschienen und wird beim Gratis-Comic-Tag mit dabei sein. Olivia Viehweg ist übrigens in Jena geboren. Das ist noch ganz wichtig für die Story später von Endzeit. Und sie ist Diplom-Designerin. Ihr wollt bestimmt wissen, worum es in dem Comic geht. Der spielt in Deutschland, besser gesagt in Jena und in Weimar, während der Zombie-Apokalypse. Naja, quasi so 2 Jahre, nachdem die ausgebrochen ist. Und unsere Protagonisten sind Eva und Vivi. Zwei junge Frauen, die sich im Zug treffen. Und so einfach ist es für die Figuren in Endzeit natürlich auch nicht im Zug zu bleiben. Sie müssen irgendwann zu Fuß weiter und sich den Zombies stellen. Und das Krasse an Endzeit ist, wie ich finde, dass die Zombies auch nochmal ganz anders sind. Also die sind so komplett von der Natur bewachsen, aus ihnen wachsen Pflanzen raus. Also mal was ganz Neues irgendwie. Teilweise sieht es auch wirklich echt schön aus. Insgesamt hat Olivia Viehweg es total drauf, einen mit den Comics so ein bisschen visuell in die Irre zu führen, weil alles ist so schön bunt und pink und voller Blümchen, aber es geht hier echt krass und heftig und emotional zu und da sind teilweise auch Bilder in dem Comic, bei denen ich mir dachte so, wow, krass, das ist jetzt ziemlich brutal. Wie ihr meiner kleinen Zusammenfassung entnehmen könnt, handelt der Comic also nicht nur von Vivi und Evas Begegnung, sondern auch so ein bisschen von der familiären Hintergrundgeschichte der beiden und wie sie überhaupt dazu gekommen sind, genau in diesem Zug zu landen. Ob Vivi und Eva es schaffen, nach Jena zu kommen, das erfahrt ihr dann in Endzeit. Beim Gratis-Comic-Tag könnt ihr aber auch Lucky Luke Hommage 2 Jolly Jumper antwortet nicht abstauben. Und worum es da geht, erzähle ich euch in diesem Clip. Schatten, bist du bereit? Ich ziehe leider nicht schneller als mein Schatten. Heute geht es in dem Video um Lucky Luke. Wie der Titel schon sagt, ist es eine Hommage an Lucky Luke. Das bedeutet, dass hier die Geschichte von Lucky Luke so ein bisschen überspitzt und humoristisch aufs Korn genommen wird. Und wie der Titel ja schon sagt, ist auch Jolly Jumper mit dabei. Für alle, die sich jetzt noch nicht so gut mit Lucky Luke auskennen, habe ich hier noch ein paar Fakten. 1946 erschien Lucky Luke erstmals als eine belgische Comicserie vom Zeichner Morris. Die erste deutsche Übersetzung kam allerdings erst 1958. Lucky Luke ist die erfolgreichste Comicserie, zumindest was die Alben betrifft, gleich nach Asterix. Und es haben sich schon über 30 Millionen Alben verkauft. Ganz schön viel.
Zu Lucky Luke gibt es bereits Kinofilme und Zeichentrickserien. Bis 1955 hat Morris die Stories von Lucky Luke selber geschrieben, danach hat er das Zepter abgegeben und jetzt sind immer wieder einige Autoren gleichzeitig mit dabei. Lucky Luke ist immer auf der Spur der Verbrecherbande, den Daltons. Ja, mit dabei ist nicht nur sein Pferd Jolly, sondern auch sein Hund Rantanplan und der ist angeblich der dümmste Hund im Wilden Westen. Aber auch der beliebteste. Lucky Luke hat so einige Signature-Moves und einer davon ist, dass er am Ende eines jeden Comics auf seinem Pferd in den Sonnenuntergang reitet und singt I'm a poor lonesome cowboy. Der unschlagbare Superheld Unschlagbar von Pascal Jousselin ist auch mit dabei. Und worum es darin geht, erfahrt ihr jetzt. Ich möchte euch dazu heute einen unschlagbaren Superhelden vorstellen. Aber dazu werde ich mich jetzt erstmal von meinem Superheldin-Look befreien. Beim Gratis-Comic-Tag ist Unschlagbar mit am Start. Das ist ein Comic für Kids von Carlsen Comics. Im Heft, das ihr euch kostenlos ergattern könnt, sind zwei Geschichten aus den ersten beiden Unschlagbar-Bänden mit dabei. Der erste Band nennt sich Gerechtigkeit und frisches Gemüse. Und der zweite Band heißt Mein Nachbar, der Superheld. Gezeichnet sind diese beiden Bände vom französischen Künstler Pascal Jousselin. Der hat Unschlagbar schon im Jahr 2013 kreiert und seitdem werden seine Geschichten immer im Spirou-Magazin veröffentlicht. Das ist ja eine franco-belgische Comicserie und Unschlagbar wurde als Hommage an die französisch-belgische Comicindustrie erschaffen. Und ich finde, das sieht man auch ganz schön am Zeichenstil, oder? Aber Unschlagbar bricht diesen klassischen Comic auch die ganze Zeit. Das liegt vor allem daran, dass er eben kein typischer Superheld ist. Ja klar, er rettet die Welt vor dem Bösen und so weiter, aber er rettet eben auch kleine Kätzchen von Bäumen und beschützt die Menschen vor skurrilen Verbrechern auf der Straße. Unschlagbar ist also ein ziemlicher Alltagsheld. Natürlich dürfen auch die Superhelden nicht fehlen. Die Austrian Superheroes sind beim Indikator Verlag erschienen und über die erzähle ich euch etwas in diesem Clip. Heute soll es in diesem Video um die Austrian Superheroes gehen. Die kennt man auch unter der Abkürzung Ash und das hat ganz sicher nichts mit Pokémon zu tun. Wie der Name schon vermuten lässt, kommt diese Comicserie über eine Gruppe von Superhelden aus Österreich. Superhelden, die gibt es ja schließlich auch überall. Die Comics spielen im Jahr 2016 nach dem Kalten Krieg. Viele Superheldinnen und Superhelden sind zu der Zeit in Rente gegangen, weil die wurden eben einfach nicht mehr gebraucht. Wien wird aber plötzlich von einer Serie gewalttätiger Übergriffe heimgesucht. Und man weiß, da steckt etwas Übermenschliches hinter. Captain Austria ist zur Stelle. Der war bisher nur als Hobby-Superheld unterwegs, aber er sucht jetzt Verbündete, um das Böse zu besiegen. Wenn ihr es ein bisschen trashiger mögt, dann ist vielleicht Captain Berlin etwas für euch. Und in diesem Video dreht sich alles um Captain Berlin. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht Captain America, Captain Berlin. 2013 kam dann der erste Comic beim Verlag Weißblech raus. Mittlerweile gibt es 8 Hefte und einen Sammelband von ihm. Und vielleicht fragen sich jetzt einige von euch noch, wer ist denn dieser Captain Berlin eigentlich? Eigentlich heißt er Fritz Neumann. Denn ein Superheld muss natürlich auch seine Identität wahren. Ich habe ja eben schon gesagt, dass sein Erzrivale der Schurke Mr. Synth ist. Aber häufig kämpft Captain Berlin auch gegen Figuren wie Hitler, Kim Jong-il oder Erich Honecker. Dabei ist der Comic wie der Film auch bewusst voller Trash-Elemente. Denn vor allem soll Captain Berlin lustig sein und die amerikanischen Superhelden-Comics aus den 60er Jahren parodieren. Und auch Panini Comics bringt etwas aus DC und von Marvel mit. Zum einen eine Batman-Story, Heroes in Crisis und Doomsday Clock. Geht es um nichts anderes als um das Schicksal des DC-Universums. Ihr könnt beim Gratis-Comic-Tag nämlich das Heft Heroes in Crisis abstauben. Und da sind gleich 2 krasse DC-Stories mit dabei. Batman-Autor Tom King entführt uns in die Welt von Batman. Denn der dunkle Ritter jagt mit Wonder Woman und Superman zusammen einen Mörder. Der hat es aber nicht auf irgendwen abgesehen, sondern auf Superhelden. Und wer wird mal wieder verdächtigt?
Harley Quinn natürlich. Im Heft gibt es aber auch noch die Story Doomsday Clock von Geoff Johns und Gary Frank. Darin gibt es ein krasses Crossover zwischen den DC-Figuren und dem Watchmen-Universum von Alan Moore. Und das wird das Mega-Event werden, das auch Auswirkungen auf die Zukunft vom DC-Universum hat. Auch Spider-Man darf nicht fehlen und zum Abschluss zeige ich euch in diesem Clip, welches Heft ihr zum Gratis-Comic-Tag von Spider-Man ergattern könnt. Zum Gratis-Comic-Tag gibt es ein neues, abgeschlossenes Abenteuer von der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Er hat endlich mal einen Tag frei, aber natürlich kommt ihm etwas in die Quere, nämlich ein Verbrecher. Außerdem gibt es im Heft gleich zwei Previews, und zwar Spider-Geddon, das soll angeblich das neue Spider-Highlight des Jahres werden, und Venom. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über die Spinne erfahren wollt, dann habe ich hier noch ein paar Lese-Highlights. Panini Comics hat mir nämlich Spider-Man Band 1 den Neustart zugeschickt. Da ist nicht nur ein cooles Poster drin, es geht auch um neue Abenteuer von Peter. In dieser Geschichte begegnet er Elektro und Wilson Fisk und auch seine alte Flamme Mary Jane ist mit dabei. Wenn ihr Bock auf ein kleines Mashup habt, dann ist vielleicht Spider-Man Deadpool das Richtige für euch. Der alte Deadpool reist durch die Zeit zu Spider-Man, denn der braucht nämlich ganz dringend Hilfe. Lebensechte Superroboter bedrohen die Welt und nur Peter Parker und Deadpool können sie gemeinsam besiegen. Oder auch nicht. Bei Deadpool weiß man ja nie so genau. Das ist natürlich nur ein kleiner Bruchteil von all dem, was es zu ergattern gibt. Und ich bin natürlich auch nicht die Einzige, die Videos über den Gratis-Comic-Tag gemacht hat. Mit dabei sind auch meine Kollegen Philipp von Bookwalk, Jule von Miss Foxy Reads, der liebe Olli von den Retro-Helden und Kira von Kira Las Vegas. Und auch Lia Katrina hat was beigesteuert. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei meinen Kolleginnen und Kollegen vorbeischaut. Und ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck bereiten, was man so beim Gratis-Comic-Tag alles für tolle Hefte ergattern kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gratis-Comic-Tag und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen Comic ihr unbedingt am 11. Mai abstauben wollt. Vielleicht habt ihr auch schon mal beim Gratis-Comic-Tag mitgemacht, dann lasst mich das auch gerne mal in den Kommentaren wissen. Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und ansonsten sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Ich bin Lea von Libreriarium, ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Libreriarium und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Und von mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein geekiges oder buchiges Video. Und wir sehen uns dann. Ciao, Bücherwürmer. Zum Beispiel Lucky Luge. Ja. Also dachte ich mir, ich spreche das Comic-Tag. Meistens ist es auch ausgeschildert. Schmeiß die Lampe weg, Lea.